Historisch gesehen ist es so, dass Antisemitismus bis hin zu Pogrom, bis hin nach Auschwitz ein Phänomen war des christlich geprägten Europas. Die ganzen Pogrome, die wir im Mittelalter gesehen haben, bis hin zu den Massenvernichtungsstätten der Nationalsozialisten, das alles ist ein europäisches Phänomen. Wohin sind die Juden geflüchtet, als sie 1492 von der Inquisition aus Spanien und Portugal vertrieben worden sind? Die allermeisten von ihnen sind nach Nordafrika und ins Osmanische Reich emigriert. Hätten sie das getan, wenn sie hätten befürchten müssen, dass sie dort antisemitisch verfolgt werden? Die Spannungen zwischen Juden und Arabern hat es eigentlich zunehmend gegeben, erst im Zuge der israelischen Staatsgründung 1947-48, im Zuge der systematischen Vertreibung einer großen Anzahl von Palästinensern, im Zuge der sich verschlechternden Beziehungen. Und da gab es dann vielfach eine Kritik an Israel und eine Wut auf Israel, die dann aber hier in den westlichen, in der westlichen Welt sehr häufig als Judenhass identifiziert wird. Denn das passt ins Narrativ. Kritik an Israel ist im Zweifel israelbezogener Antisemitismus. Und vom israelbezogenen Antisemitismus zum Judenhass ist es nur noch ein sehr kurzer Weg. Solche Verkürzungen helfen nicht weiter. Es gibt genügend, auch das sei nochmal klar und deutlich benannt, es gibt genügend jüdische Stimmen, die sich für einen Frieden und für einen Ausgleich mit den Palästinensern einsetzen. Und die Diskussion, wenn man sie dann so nennen will, in Deutschland und in Österreich ist sicherlich die schwierigste überhaupt, weil hier, wie gesagt, wie mehrfach erwähnt, jede Kritik an Israel unter Antisemitismusverdacht steht. Sie können aber in den USA, Sie können in Großbritannien, Sie können sogar in Israel, ich habe ja einen ehemaligen Minister zitiert, sehr viel mehr Differenzierung in der Wahrnehmung entdecken, als das hierzulande vielfach der Fall ist. Und ich glaube, wir müssen ein neues Miteinander finden. Es muss möglich sein, israelische Politik sachlich zu kritisieren, ohne dass der Vorwurf des Antisemitismus im Raum steht. Es sollte möglich sein, dass deutsche Politik lernt, nicht immer nur bauchgesteuert zu agieren. Das hat man im Fall des Ukraine-Krieges getan, mit allen Folgen für die hiesige Wirtschaft. Man tut das jetzt im Zuge der zunehmenden Konfrontationen im Nahen Osten erneut, scheint die Folgen nicht zu bedenken.